Hallo, ich komme gerade aus der Stadt und die meisten von euch wissen wahrscheinlich schon, dass Catrice, B2 und Essence einiges aus ihrem Sortiment umstellen wird und deswegen habe ich dort in den Drogerien mal nachgeguckt, wie weit es in unserer Stadt damit ist. Allerdings bei P2 kommt unser DM nur recht langsam auspushen, deswegen ist da noch nicht alles neu umgestellt und bei Catrice gibt es noch gar keine neuen Sachen. Deswegen habe ich die meisten Sachen bei Essence gekauft. Überraschung. Und ich fange mal mit den anderen Sachen an. Zum einen habe ich von Catrice noch einen der alten Nagellacke mir gekauft. Das ist so ein heller Taubton. Den habe ich mir auf dem kleinen Finger hier aufgetragen. Und die Farbbeschreibung ist From Dusk to Dawn. Also ich liebe ja die Catrice-Namen, Farbnamenbeschreibungen. Und das ist eher so ein helleres Taub und es sieht nicht so ganz matschig aus, was ich lieber mag. Und ein Catrice-Nagellack kostet 2,49 €. Und Catrice gibt es im E-Platz, falls ihr euch das fragt. So, dann war ich im DM und habe mir einen der neuen Nagellacke gekauft. Und zwar diese tolle Farbe hier. Die nennt sich Forever. Und den trage ich hier auf diesen Nagel. Oh. Habt ihr übrigens gesehen, mein kleiner Finger ist total verbogen. Guckt euch das an. Oh, voll die Krüppelfinger. Nobody's perfect, ne? Und so ein Nagellack kostet vom P2, Moment, das ist falsche Quittung, 1,55 €. Am Preis hat sich nichts geändert. So, kommen wir jetzt zu den Essence-Sachen. Ist ja eine ziemliche Premiere, weil ich glaube, von Essence habe ich da jemals was in meinem Video von vorgestellt. Doch einmal, da habe ich von der Cute as Hell Limited Edition einen Nagellack gekauft, einen Lidschatten gekauft, der mir gar nicht gefallen hat. Aber diesmal habe ich mich für 4 Sachen aus dem neuen Sortiment entschieden. Ich fange an natürlich mit dem Gel Eyeliner von Essence. Unglaublich, aber war Essence bringt Gel Eyeliner raus. Es gibt auch noch einen braunen, ich habe jetzt den schwarzen mir geholt, die Nummer 01 Midnight in Paris. Und die Verpackung ist auch ganz schön und so ein Gel Eyeliner kostet bei Essence 2,95 €. Catrice bringt auch Gel Eyeliner raus. Und die sind aber 1 € teurer oder so. Oder 50 Cent, ich weiß es nicht genau. Und ich habe den auch gerade als ich reinkam direkt mal ausprobiert. Zwar nicht mit dem Eyeliner-Pinsel von Essence, die haben nämlich auch einen Eyeliner-Pinsel, sondern mit meinem eigenen. Und ich muss sagen, ich bin echt positiv überrascht. Es ist nicht so eine komische Konsistenz wie die Alverde Gel Eyeliner, der von Essence auf jeden Fall viel besser. Natürlich ist der jetzt nicht so gut wie zum Beispiel der Bobbi Brown Gel Eyeliner, den ich auch habe. Aber für 2,95 €, ja, ist der wirklich sehr gut und lässt sich leicht auftragen, ist nicht so schmierig, matschig und der trocknet auch recht schnell an. Ja, nicht schlecht, Herr Specht. So, den habe ich mir geholt. Und dann habe ich mir einen der neuen Pinsel gekauft. Wie gesagt, ein Gel Eyeliner Pinsel gibt es auch in Essence. Ich habe mir aber den Smoky Eye Pinsel geholt, Smoky Eye Brush. Den habe ich schon ganz gierig ausgepackt, um den zu befummeln. Und von, also der hat so lilane Härchen, total toll. Das finde ich bei Essence sowieso voll toll, dass die immer so bunte Härchen haben, die Pinsel. Und der ist lila, meine Lieblingsfarbe. Und der fühlt sich auch recht weich an, ist aber auch nicht zu weich, also hat eine gewisse Standhaftigkeit, was ein Blendpinsel mit sich bringen muss, finde ich. Wobei der jetzt recht klein ist, ich werde den nur für die Lidfalte benutzen. Also großflächig damit verblenden wird man damit nicht so schnell können, aber so Kanten so leicht verwischen auf jeden Fall. Und der ist vom Stil her eher klein, also wird das, ich finde, der sieht total süß aus. Auch Essence steht in lila da drauf. Ich achte auf so einen kleinen Krimskrams. Und ja, da kommt meine Schminktasche für unterwegs. Ja. Der Pinsel hat gekostet 1,25 € bei dem Preis, kann ich auch nicht schmeckern. So, was habe ich mir noch von Essence gekauft? Dann habe ich mir noch einen Lipgloss gekauft. Den trage ich übrigens gerade. Das ist diese Farbe. Und der Lipgloss, diese Lipglosse nennen sich Stay. Stay. Und das ist die Farbe 02 My Favorite Milkshake. Und ich trage keinen Lippenstift, nur den Lipgloss. Und die Farbe finde ich echt toll, auch ohne Glitzern, ohne Schimmer. Und was ich total süß finde, ist die Form des Applikators. Das ist so ein Stoffapplikator. Und wie ihr sehen könnt, ist der gebogen, wie diese Sexy Curse Mascara von Rimmel. Allerdings, wenn ihr jetzt keine
süßen Gerüche mögt, wird euch dieser Lipgloss nicht gefallen. Der riecht nämlich sehr, sehr süß, aber ich mag das total gerne. Riecht so total süß, fruchtig, bonbonmäßig. Ich mag sowas. Und der klebt auch nicht. Und den habe ich, als ich den gerade in der Stadt gekauft habe, auch direkt aufgetragen danach. Und der hält jetzt schon seit einer Stunde so. Also, der steht schon ganz gut, würde ich sagen. Und so ein Lipgloss hat gekostet, ja, 1,95 Euro. Dann habe ich mir noch geholt diese Studio Nails, Better Than Gel Nails. Davon haben einige Gurus auch schon berichtet und geschwärmt. Und da bin ich ganz neugierig geworden. Das sind diese Tipps, die man hier so anbringt. Und das soll dann sehr professionell wie aus dem Nagelstudio ausschauen. Und bin hier mal gespannt, ob sie mir auch gefallen und ob ich das auch so gut hinkriege wie alle anderen. Die Nutmom-Freundin hat dazu auch ein Tutorial gemacht, falls euch das hier sehr interessiert. Ich werde euch das Video zu dem Tutorial hierzu unten in der Infobox verlinken. Und diese Better Than Gel Nails kosten da oben 2,95 €. Jo. Das war mein kleiner Einkauf. Und schreibt ihr mir doch bitte, was ihr aus dem neuen Sortiment von Catrice, P2 oder Essence besonders gut und nachkaufenswert findet. Für die Tipps wäre ich dankbar. Und was gibt es sonst noch? Meine Mutter ist von den Philippinen zurück und ich hatte früher, glaube ich, im Video auch schon gesagt, dass ich eine Kette von Forever 21 geholt habe, die ich dann da vergessen habe auf den Philippinen letztes Jahr im Urlaub. Aber meine Mutter hat mir die wieder mitgebracht. Und so schaut sie aus. Eine Spiegelreflexkamera im Oldschool-Style. Und was ich sehr, sehr süß finde, ist dieses Detail, dass im Objektiv ist ein Brilli drin. Ne? Ich weiß nicht, ob ich euch das jetzt blendet, aber fand ich total süß, dieses Detail. Ja, Forever 21 hat echt süßen Modeschmuck, finde ich. Ja, und die Marke, also diese Mode soll es ja auch irgendwie, die soll nach Deutschland kommen, habe ich gehört. Ich weiß jetzt nicht, ob das nächstes Jahr ist oder so, aber darauf freue ich mich schon. Und ansonsten, weil da wir gerade bei dem Thema Philippinen sind, ich weiß nicht, ob ihr schon meinen neuen Teil von meinem Philippinenurlaub gesehen habt. Den habe ich auf meinem privaten Kanal hochgeladen und von daher verlinke ich euch das Video unten in der Infobox. Und das ist schon der vierte Teil oder fünfte Teil und mein Bruder kommt sehr, sehr oft drin vor. Ja, also das war's dann. Bis dann, ciao.